heute können wir sagen, haben wir hier eine innerörtliche Straße, die allen Voraussetzungen erfüllt, wo ich einerseits mit dem Verkehr herkomme, in allgemeiner Form bleibe ich noch, aber auch der Fußgängerverkehr natürlich hier gute Möglichkeiten hat, herzukommen. Und dadurch, dass wir hier auch eine Kita haben, ist es natürlich ganz wichtig, dass man diese Möglichkeiten hat, die Menschen überall herzugeleiten, sodass wir verkehrssicher durch die Stadt kommen und natürlich zu den Örtlichkeiten, wo wir entsprechend sind. Wir haben die letzten Jahre viel für den Fahrradverkehr getan, uns viel auf den Weg gemacht. Und ich kann dazu sagen, wenn man heute Radio FFH, gibt es eine Pressemitteilung dabei, in den letzten 2 Jahren insgesamt 16,26 Millionen investiert in den Fahrradverkehr, wobei das eine untere Zahl ist, die wir dort haben. Kleinere Maßnahmen sind nicht dabei. Und dann ist das natürlich schon ein Wort, was wir getan haben, aber natürlich auch Förderung von deutlich über 80% dabei. Warum sage ich deutlich über 80%? Wir haben 75 bzw. 80% Förderung bekommen von Stadt, von Bund, EU. Und dann gibt der Landkreis auch noch entsprechend von den Eigenmitteln, die wir als Stadt zu bringen haben, auch noch entsprechend Geld dazu, nämlich 40%. Und damit kann man sich das ausrechnen, was wir hier an Geld entsprechend bekommen haben. Und das tut natürlich der Stadtkasse gut. Und ich sage ja immer wieder, wir haben die letzten 10 Jahre, 11 Jahre, wo ich hier wieder Bürgermeister bin, insgesamt das Anlagevermögen auf rund 120 Millionen von 61 Millionen erhöht. Und gleichzeitig die Schulden um 8 Millionen abgebaut, weil ich vorhin wurde ich gefragt, wie wir denn das tun. Und deshalb kann ich Ihnen jetzt die Antwort geben. Wollte sie Ihnen vorhin nicht sagen, aber das ist die Antwort, die ich darauf geben kann. Und wenn man so hantiert und operativ unterwegs ist, dann kann ich nur allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtverwaltung herzlichen Dank sagen, die sich dafür einsetzen, die Arbeit entsprechend tun. Und Willi, ich glaube, wir können das beide, du als stellvertretender Bürgermeister, ich als Bürgermeister, nur loben, was dort passiert ist, denn das Parlament hat beschlossen, dass wir ein Fahrradkonzept auf den Weg bringen. Das ist ein gutes Konzept, so viel kann ich auch jetzt schon sagen, und deshalb werden wir natürlich auch die nächsten Jahre daran weiterarbeiten. Ich darf es noch begleiten bis zum 31. März, worauf ich mich freue. Und dann sind die Weichen, dann sind die operativen Umsetzungen in anderen Händen. Den ganzen Anliegern, die heute mit dabei sind, und es sind auch einige, sage ich erstmal vielen, vielen herzlichen Dank für das Verständnis, was man für so eine Baumaßnahme natürlich entgegenbringen darf, kann, muss. Denn es ist natürlich eine Beeinträchtigung, die man immer wieder mit dabei hat. Aber ich finde es auch notwendig, denn am Ende des Tages zählt der Erfolg. Und ich glaube, wenn man das hier sieht, und wir sind vielleicht auch noch mit hier vor Ort, wenn die Beleuchtung angeht. Sie sehen LED-Lichter, die wir dort auf der einen Straßenseite haben. Und dann natürlich diese Stehleuchten, die wir hier bei dem Fußgängerweg haben. All das sind natürlich dann im Ende und am Ende wieder Erfolge und auch positive Effekte, die wir insgesamt mit hier in Frankenberg erleben dürfen, denn es geht uns um viel Kleinteiligkeit, und deshalb will ich da Herrn Dittmar auch nochmal in den Mittelpunkt stellen, weil er der kleinteiligste Mensch ist auf der Welt, den es am Ende gibt. Das war nicht böse gemeint, das war gut gemeint, also das muss ich jetzt wirklich dazu sagen. Also, denn am Ende des Tages geht es darum, und das sage ich auch meinen Handwerkern immer wieder, die bei mir zu Hause sind, bitte macht es gleich richtig, dann müsst ihr nicht nacharbeiten. Das ist, glaube ich, Herr Dittmar, was uns beide auch eint. Denn ich wollte es auf Sie, aber ich wollte jetzt natürlich zur Firma Pieper kommen, die die Baustelle hier abgearbeitet hat, und deshalb den ganzen Bauarbeitern und Ihnen vielen herzlichen Dank, dass Sie diese Baustelle so hier durchgeführt haben und wir am Ende des Tages diesen Erfolg hier in Frankenberg sehen können dabei. Meines Wissens nach ist es unfallfrei abgelaufen, was ich immer am Anfang sage, bitte so arbeiten, dass es unfallfrei sein sollte. Hoffe, dass keiner einen blauen Daumen beim Hämmern gehabt hat oder so, aber müssen wir dann nachher mal gucken, wenn es was zu trinken gibt dabei. Ja, wir hatten vorhin auch die Diskussion schon mit Jörg Paulus, ist es die erste, die zweite oder die x-te? Wir bleiben dabei, ich hatte das bei dem Spatenstich gesagt, es ist die erste Fahrradstraße in Frankenberg, die wir dort haben, aber welche nun die erste tatsächlich ist,
die wir gestartet haben und welche als erstes fertig ist, das können wir dann hinterher auch wieder ausdiskutieren dabei. Denn manche Sachen laufen dann irgendwo schneller. Aber hier mussten wir natürlich auch in die Tiefe gehen. Deshalb freue ich mich auch, dass die EGF mit vertreten ist. Denn auch das ist natürlich immer ein Anlass. Am Ende sieht man den Oberbau. Das sage ich auch als Aufsichtsratsvorsitzender von EGF und Abwasserwerk. Und am Ende des Tages geht es aber dann auch viel in die Tiefe, denn hier war doch einiges zu tun. Und das ist auch erledigt worden. Und damit haben wir auch dort Ruhe für die nächsten 50 Jahre. Soweit kann man, glaube ich, vorausschauen, sodass wir dort keine Schwierigkeiten haben, es sei denn, es ist beim Bau etwas passiert. Aber davon gehen wir erstmal nicht auf. Ja, die Fahrradstraße kommt natürlich in Zusatzanlieger frei, hat eine Breite von 3,50 Meter mindestens. Und wir wollen hier bewusst dem Fahrradfahrer mehr Raum geben. Nicht, weil ich heute ein Fahrrad dabei habe, das will ich wirklich in Deutlichkeit sagen, habe ich auch Radio FFH gesagt. Es geht am Ende auch darum, wer Auto fahren möchte, Auto fahren muss, der soll auch weiter in Frankenberg Auto fahren. Denn das ist natürlich auch mein Credo dabei. Und nicht einfach nur, wir bauen Fahrradstraßen, damit wir Autos verdrängen, sondern alle Verkehre sollen in Frankenberg einen Raum haben. Das ist der Fußgänger als das schwächste Glied im Verkehr. Das ist der Fahrradfahrer, die Fahrradfahrerin und natürlich auch Autofahrer, die dann entsprechend mit dabei sind. All das gehört mit in eine moderne Verkehrsplanung, Verkehrsentwicklung und das nehmen wir uns natürlich hier zu Herzen dabei. Aber hier in dieser Straße ist es bewusst so, dass der Fahrradfahrer Vorrang hat und die Autofahrer alle Vorsicht walten lassen müssen. Das will ich auch noch mal klar zum Verstehen geben. Und in dieser Art und Weise werden wir sicherlich auch weiter vorangehen, weil ich es persönlich auch wichtig empfinde. Und dieser Mischverkehr ist auch möglich. Aber wichtig ist mir auch, dass dieser Gehweg, wo einige gerade drauf stehen, eine Breite von 2,50 Meter hat, sodass die ganzen Kinder, ich sprach es gerade schon mal an, mit den Eltern gut hierher kommen, nicht jeder mit dem Auto bis zur Kita fährt. Am Ende geht es auch um Sport und Gesundheit. Auch da gehört es dazu, dass man einfach einmal zu Fuß geht und mehr macht. Und wir haben natürlich einzelne Parkplätze hier noch hingemacht, sodass wir ein geordnetes Parken haben. In Vergangenheit war es aufgemalt, jetzt ist ein geordnetes Parken für Gäste, die hier sind. Denn auf den Grundstücken sind natürlich die eigenen Parkflächen anzulegen dabei. Und hier hat man natürlich die Möglichkeit, dass dort auch Versicherungsmöglichkeiten immer wieder vorliegen. All das gehört zu moderner Planung für den Straßenbau mit hinzu. Und das haben wir an dieser Stelle auch entsprechend getan. Grünflächen, die müssen, wenn ich das richtig weiß, noch bepflanzt werden, Herr Hecker. Das ist dann irgendwann noch dran und dort steht er. Das wird auch zur richtigen Zeit kommen. Aber die Bäume und Stauden sind schon bestellt. So viel weiß ich. Und dann kann das auch entsprechend passieren dabei. Aufbau dabei, so ist es auch dort. Ich kann mich immer daran erinnern, wenn ich zum Wissenbach vor gehe, oben steht dann der Fotograf und der hat sich sicherlich nie so wohl gefühlt. Nächstes Jahr beim Wissenbach Marsch können wir dann entsprechend anschauen, wie der Fotograf. 1,5 Millionen Euro für den Straßenbau ausgegeben worden. Start war dieses Jahr am 23.01. und heute wird eingeweiht, meine Damen und Herren. Also auch das ist sicherlich für den Anlieger ein langer, langer Zeitraum. Aber für all das, was hier getan worden ist, ist das ein sehr kurzer Zeitraum dabei. Das heißt, alle Maßnahmen sind zeitnah umgesetzt worden, zeitnah geschehen. Und damit möchte ich jetzt auch enden. Ibo und die Mannschaft, die hier gearbeitet hat. Wir haben in den letzten Monaten hier gemeinsam Kompromisse geschlossen, Dinge geklärt, was gar keiner mitbekommen hat, weil es notwendig war. Weil für uns als Kita waren die letzten Monate eine wahnsinnige Herausforderung. Ich nenne kurze Beispiele, Anlieferung, Paketdienst etc. Ich könnte ein Buch schreiben. Wir haben es geschafft, die Straße ist fertig. Ich hoffe, dass Dinge, die uns noch nicht ganz so gefallen, vielleicht final noch geklärt werden können. Da habe ich das Vertrauen an die Stadt. Aber mein ganz großer Dank, und das möchte ich hier ganz laut sagen, Firma Pipo voran, Willi, wir haben wunderbar zusammengearbeitet. Das war einfach wunderschön. Danke euch. Hat hier komplett einmal alles umgewühlt und es sind alle Fähr- und Entsorgungen hier erneuert worden. Unter anderem knapp 180 Meter Kanal,
und 1780 Meter Leerrohr, das muss man sich mal vorstellen auf der kleinen Strecke, 730 Meter Netzkabel, 470 Meter Steuerkabel und 270 Meter Glasfaserkabel. Und die größte Schwierigkeit allerdings war die Wasserleitung. Hier ist die Hauptader, die hier durchfließt. Das sind zwei 250er Leitungen, also im Durchmesser 25 cm. Und da hier alles voll lag, schon mit Altleitungen, hatten wir hier große Probleme im Tiefbau. Und ich möchte auch nochmal wirklich betonen, die Firma Pieper, dass die das geschafft haben in der kurzen Zeit. Chapeau. Also es ist wirklich... Hatten immer ein offenes Ohr und beide Schachtmeister, die in der Zeit da waren, haben auch immer Problemlösungen angeboten, die auch dankend angenommen worden sind und deswegen haben die das auch geschafft. Vielen Dank. Also wir sehen das aber. Komm richtig, der ist gut. Der hat das Licht an. Weiterfahren. Ihr müsst weg.